Ivan. Und Rangok. Rangok. Rangok, der Schreckliche. Den Falder, so. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ich muss jetzt immer, ich muss eigentlich anmoderieren, weil du nimmst ja gar nicht auf. Alle deine Zuschauer sind schwer enttäuscht. Erst hast du alle nichts aufgenommen wegen einem Virus, dann weil du deine Festplatte kaputt geschlagen hast. Das glaubt jetzt irgendwann nicht wirklich jemand. Morgen, nächstes Mal geht's mir einfach nicht gut. Genau. Dann bist du nicht fotogen genug für die Kamera. Das war ich. Dann macht der Gegner Pause. 10 Sek. Das ist sogar ein Deutscher, würde ich mal sagen. Das ist ein Deutscher. Pfui. Oder Sekundos für Griechisch oder so. Warte. Achso. Go, go. Ich wollte gerade Wada Hade Dude da schreiben. Ja, wir haben den Satz noch im Kopf. Du hast dich stark verbessert von Nergorix. Nein, das habe ich nie gesagt. Also, das müsste schon jemand aus der letzten Folge rausgeschnitten haben. Damit das, Ausrufezeichen Idiot, sage ich nur. Den habe ich mir übrigens ausgesucht. Genau, übrigens gewünscht von Cyborg, ja. Nicht, dass hier. Ja, ich falsche. Muss ja auch jetzt mal meine Goldskills raushängen lassen. Oh ja. Och man, Ragnok. Ich wollte dich doch nerven. Da hat er sich nervsicher gebaut. Nervsicher? Was hat er denn gebaut? Kylie? Kylie Minogue? Ich kenne kein einziges Lied von der. Nur bestimmt, ich habe auch keine Ahnung, was ja, für aber ich habe keine Ahnung, welche von der sind. Eyeshadow Sheriff. Ich wollte jetzt irgendwas nehmen, was absolut gar nichts von ihr sein kann. But I didn't shut the deputy. Au, au. Aua. Komm, ich baue jetzt hier mal einen Pylon hin. Einfach, weil ich Lust drauf habe. Gas. Ich habe einfach mal einen random Pylon in die gegnerische Base gesetzt. Mal schauen, wie sie jetzt reagieren. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich gar nicht. Cybernetics Core. Und dann der Pylon hier. Aber dann kann er eigentlich, also wenn er jetzt keine Probe auf der Map hat, kann er nicht exen. Weil er ja in seiner Base eingesperrt ist. Achso, bau bitte vorne an der Ramp Pylons, ne? Oder einen zumindest. Nur hat das festgestellt, dass Sue ist. Nur ist Sue. Da kommt. Nee, rot bist ja du. Warum bin ich denn rot bei dir? Das ist aber nicht gut. Du bist rot! Ja, das kannst du einstellen, was der Gegner oder der Verbündete ist. Also du bist bei mir gelb. Würde ich gerade sagen, Booty ist gelb. Und ich habe orange. Orange. Und die Gegner sind beide rot. Du bist bei mir rot. Der Gegner ist rosa und blau. Ich bin blau. Maximale Verwirrtheit. Verwirrtheit vor allen Dingen. Er hat Stalker gebaut. Jetzt ist gleich mal ein Pylon tot. Aber wir wissen, er hat einen Stalker, zwei Stalker ein Mothership gebaut. Und der Chrono musste weiter. Mothership? Qua. Das ist ja alles halb so wild. Heißt, ich baue jetzt ein Robo. In Robo, ich gehe nun. Ah ne, der ist ja Terraner, ne? Dann gehe ich auf. Ne? Findest du auch, glaube ich. Ah, das ist die richtige Entscheidung. Ist, ja, dann gehe ich auf Kolosse wahrscheinlich, wenn du auf Storm gehst. Oder andersrum. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich genau gehe. Ich habe jetzt erstmal eine Robo gebaut für den einen Honk da. Jetzt baue ich eine Twilight dazu. Da ist wer. Da mache ich jetzt keinen Overcharge. Nee, definitiv nicht. Auch wenn unsere beiden Mothership Cores da brüderlich zusammenstehen. Dann spiele ich doch Zealot Arken und Storm. Zealot Arken übrigens gar nicht so schlecht gegen Protoss. Alles. Ja. Ich wollte eigentlich nochmal scouten, aber es hat leider nicht geklappt. Oh, Cyclones, Overcharge, Overcharge, schnell! Und schnell zurück, schnell zurück! Ich muss einen Immortal Chrono boosten. Wir brauchen da weitere Pylons übrigens. Wobei wir sowieso nur noch einen. Hast du deinen Mothership Core verloren? Ja, der dann wollen wir schnell nach, schon ne? Im Bau. Der ist schon im Bau. Schnell! Wenn den durchkommen. Das ist ein One-Maze-Push.
Das ist wirklich, also es ist ernsthaft, ne? Ist Gefahr im Verzug. Ja! Wir brauchen Einheiten. Overtouch. Nichts da reinrennen lassen. Nicht den Mothership kontrollieren lassen. Ich hab gleich auch wieder einen Overcharge. Los, gib mir doch Overcharge! So. Ah, du hast auch nie Model, perfekt. So, mein Mothership Core war jetzt dran und sterben. Gut! Ich hab jetzt Zelda Charge gleich. Jetzt hab ich Zelda Charge. Ich hab ein bisschen wenig Gateways, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, das Ganze. Ja, ich habe extra welche gebaut nochmal. Oh, ich bin gleich Supply-Block. Jetzt habe ich, ich hab wieder einen Overcharge. Baue auch direkt da wieder einen Pfeil. Warum habe ich den Observer gebaut? Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte die Model bauen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich baue auch wieder, ich nehme auch wieder die Produktion von Workern auf. Ich auch. Könnte übrigens sein, dass jetzt durch die Rocks gehen. Also am besten stellst du dort mal einen Pfeiler hin. Ich mach das Ganze auf der anderen Seite. Jo, Meister. Sie stehen nicht mehr vor unserer Base. Haben sie aufgegeben oder? Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. Sie stehen an ihrer Ram. Okay, dann erstmal. Pariert seine Cyclones. Dann erstmal weiter. Ich warp mal in deren Base ein paar Adepten. Ja, aber wenn der auf Cyclones geht, macht Storm keinen Sinn. Ja, Immortals sind schon gut. Mars Cyclones kann man sowieso nicht spielen. Also die sind am Anfang echt stark, bis zu so einer bestimmten Masse. Und wenn du selber dann, also Zeditz mit Charge hast zum Beispiel, und die da ran chargen, dann, ja. Sind sie auch nicht mehr so stark. Der eine hat übrigens immer noch keine Echse, wenn ich das richtig sehe. Das ist doch gut für uns. Doch, da hat er jetzt eine genommen. Er hat aber kein Warp-Gate. Was ist das denn für ein komisches Spiel? Einfach kein Warp-Gate. Entweder der hat keine Ahnung oder das spielst du. Oh, ich habe hier ganz viele Worker. Eine positive Überraschung. Hier mal ins Gas. Wo? Ja, ja, ich bin vorne drin. Wo, total uninteressant. Das sieht unser Gegner bestimmt anders. Er hat übrigens ein Stargate. Ich hasse ihn. Machst du den gerade kaputt? Nee, aber ich kill zumindest viele Worker und lenk sie ab. Die wir haben jetzt eigentlich eine akzeptable Anzahl an Immortal, also ein Cyclone ist jetzt. Ja, jetzt auch genug Immortal, ne? Genug Immortal? Lieber Storm und War Prisma, wobei Immortals kann man auch nie genug haben. Also kannst du eigentlich weiter Immortals bauen. Mach das, wie du willst. Wie Max Schulze. Das hat meine Grundschullehrerin immer gesagt, das fand ich sehr merkwürdig. War Prison. Server, alles jetzt, alles mit Schafen. Und Upgrades natürlich. Uns fehlen Mineralien. Mit AI ganz wichtig. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich mach mal einen Immortal Drop, ja? Pff, was ist das denn? Das kann man tatsächlich. Also früher hat man das echt häufig gespielt. Vor allem im PvP. Weil man früher halt nur Stalker am Anfang gespielt hat und dagegen kann man natürlich mit Dingens viel machen. Jetzt hat er einen Pile entdeckt. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Jungs, Phoenix ist, ne? Okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Also wir müssen ein bisschen Anti-Air gleich haben. Mein Denken gleicht. Nee, euer Denken gleicht dem anderen. Nee. Dem meinen. Achso. Euer Denken gleicht dem anderen.
Ja, du gewinnst das Spiel ja alleine, ne? Ich habe einen Engineering Bay rausgenommen. So ein Riesenverdienst war das jetzt nicht. Aber immerhin delayt das seine Upgrades. Zieh mich aber jetzt nach Hause zurück, weil er ja Phoenixes hatte und ich will jetzt nicht unbedingt alle meine... oder einen Warpriester mit zwei Immortals und das verlieren, das wäre ein bisschen teuer. Das wäre ein Verlust, der nicht... Also du kannst du übrigens tatsächlich weiter Immortals bauen, weil er ja auch auf Tanks geht und gegen Tanks sind Immortals immer geil. Okay. Halt, meine Armee ist halt echt nicht so riesig gerade. Oh shit, ich hätte ein Schiff allerdings gemusst. Weil ich halt vorne ziemlich viele Adepten zwischendurch gebaut habe, ne? Warum bin ich denn so bleib? Ach, weil ich so viele Worker baue. Ja, leck mich am Arsch. Uns fehlen Mineralien. Bau einfach mal vier. Bei dir hier. Wo hier bei mir? Sind Phoenixes. Bau Cannons in deinen Ecolines. Wenn du eine Forge hast. Ich habe da noch nicht eine. Gleich erst. Aber da kannst du auch ein paar Stalker warpen oder so. Ich bin Supply blocked. Jetzt hast du Hold Position gedrückt. Du das wolltest. Schick da am besten nur Einheiten, die nicht in die Luft schießen. Das ist gut. Oh, deine High Templar, das ist echt gefährlich. Aber gut, Feedbacks ist natürlich auch schön. Aber wenn der mal einfach alle High Templar liftet, dann guckst du blöd. Das macht denn. Ja, dann können aber die Dinger drauf schießen. Er ist für ihn Jacke wie Hose. Entweder er verhindert, Jacke, dass man draufgeschossen wird, oder er verhindert, dass was anderes gemacht wird. Na, das ist Bescheid. Du wirst angegriffen, ne? Wo? Da, wo der Punkt blinkt. Der Punkt blinkt nicht, hier blinkt kein Punkt. Jetzt ist er in der Main, gerade eben in der Natural. Wie lange wollte ich noch verblinkt? Es blinkt kein Punkt! Ey, ich glaube, ich bin blöd, es blinkt kein Punkt! Ja, er hat ja jetzt auch aufgehört, dich anzugreifen. Deine Ecoline ist ja schon tot. Nein. Du hast auf jeden Fall einige Worker da verloren, aber... Ach da, okay. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarten können. Wir müssen mehr... Das war der andere Protoss, ne? Wenn ich hier hinbaue, dann muss ich. So, jetzt habe ich endlich mal Blink, aber ob mir das hilft, weiß. Ey, Immortal, wir brauchen dich da vorne. So, lass mal hier Präsenz zeigen und in die Mitte der Map gehen. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Die Mitte der Map ist hier ungefähr. Phoenix ist bei mir wieder übrigens. Ohne zusätzliche Pylonen wird das nichts. Ja, natürlich halt die Probes, mir doch egal. Genug Probes. Die Ecoline ist eh leer. Das jedes Mal das Gleiche! Scheiß Arke! Ja, deshalb warpt man auch nicht in der Main Base. Doch. Carrier, auf jeden Fall. Phoenix? Die hat aber verschenkt jetzt. Lass mal pushen, oder? Weil der hat. Ja, ich bin in der gegnerischen Base halt, ne? Zwischendurch. Aber nur zwischendurch, ne? Ja, so mal zum Mittagessen. Ich habe zwei Starports immerhin gekillt. Zwei Stargates natürlich. So war das nicht geplant. Ich bin Supply Block. Ich habe nämlich Cannons gebaut statt Pylons. Du gewinnst das Spiel schon wieder alleine, ne? Nö. Ich bin nicht so geil upgrade-technisch drauf. Ja, ich auch nicht. Wir haben halt wenig gegen was er, oder? Naja, also Stalker haben wir halt deutlich. Ja, aber die schmelzen hier. Lass mal hier durch die Rocks hier gehen. Ach, ich kann immer nicht pingen, wenn ich das will.
Hast du Mothership Core dabei, dass wir uns recallen können zur Not? Nee, kann ich aber gerne mitnehmen. Ja, na gut. Habe ich mich Hotkey für. Nicht in die Tanks direkt rein. Wir versuchen erstmal die Stalker, nicht die Stalker, die Tempest und so abzufangen, die jetzt hier kommen. Nicht zu viel da rumbuggen. Storm! Storm doch, Zarok! Jetzt sind alle deine High-Templer tot. Weil du wieder Move-Commanded hast. Ja, aber ich verstehe nicht, warum die... Es bin ja nicht mal ich, der das macht. Du rennst auch immer nur hin und her. Du musst schon irgendwie dann nicht... entweder angreifen oder nicht. Aber nicht immer hin und her rennen. Das muss nämlich gerne und viel. So, wir können draufgehen, glaube ich. Das sollten wir eigentlich schaffen. Auch wenn das viele, viele Tanks sind. Ich mach mal Reinforcements. Storm gegen Tanks ist aber auch nicht so geil. Oh, ich sollte aufhören, sehr letzte Warpen, fällt mir mal gerade auf. Du müsstest dich gleich mit der Lufteinheit nochmal ein bisschen um die Carrier dort kümmern, ne? Weil ich habe nicht mehr Lufteinheiten. Okay, brauchst du auch nicht. Das muss ich nicht. Lass es einfach. Lass es einfach. Machen Sie es schon selber. Er hat eingesehen, dass er schlecht ist. Ja, sehr schön. So haben wir doch gewonnen. War irgendwie ein komisches Spiel, oder? Mit Ivar dem Schrecklichen. Ah, die haben ja am Anfang diesen Early Push gemacht. Da habe ich ja das habe ich überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt gerade. Naja. Nun gut. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.